es wird ein bisschen was über meine Haare geben. Ja, ich werde sie abschneiden und zwar bis hier. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein allererstes Video im neuen Jahr und deshalb möchte ich euch natürlich auch noch alles Gute wünschen. Ich wünsche euch Gesundheit, dass ihr glücklich seid und Zufriedenheit, auf dass sich all eure Wünsche erfüllen und all eure Träume, alles was ihr euch sozusagen vorgenommen habt fürs neue Jahr. Wir haben das neue Jahr in Italien begonnen. Wir waren Weihnachten bei meinen Eltern und ich habe davon auch nichts gewusst. Das war mal wieder spontan, was mich natürlich total gefreut hat, dass ich meine Familie in Italien nach einem ganzen Jahr wiedergesehen habe. Ich habe euch ja ein bisschen was vorbereitet gehabt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wie gesagt, somit heute mein allererstes Video. Ich glaube, das wird ein bisschen ein Laber-Video. Ich habe euch ein bisschen was zu erzählen. Wir machen einen kleinen Rückblick und ich würde sagen, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt einfach mal dran. Macht es euch gemütlich auf dem Sofa und ich lege jetzt einfach mal los mit meinem Jahresrückblick sozusagen. Es ist einiges passiert im letzten Jahr. Es waren viele Ereignisse, es waren viele tolle Sachen. Wir hatten einen schönen Urlaub. Ja, ich habe wahnsinnig viel erlebt mit meinen Mäusen, mit meiner Familie. Natürlich waren auch ein paar nicht so schöne Sachen dabei, leider. Ja, wie es wahrscheinlich in allen Familien so ist, da möchte ich eigentlich gar nicht näher drauf eingehen. Ich denke, das ist das Normalste der Welt. Ich war teilweise natürlich auch sehr traurig. Meine Oma ist zum Beispiel genau an meinem Geburtstag gestorben. Das war natürlich sehr schlimm. Und Ende des Jahres, was mich auch noch sehr, sehr beschäftigt, was mich sehr mitgenommen hat, ist, dass eine Nachbarin, eine 19-jährige junge Frau, einen schweren Verkehrsunfall hatte. Und ja, daran habe ich noch wahnsinnig zu knabbern. Ich mochte sie sehr, sehr gerne. Und das war halt Ende des Jahres natürlich sehr schlimm für mich. Aber wie gesagt, ich hatte auch sehr, sehr schöne Momente und schöne Erinnerungen. Und ja, ich denke, das schreibt das Leben. Das hat wahrscheinlich jeder und ich mache eben immer das Beste draus, das wisst ihr ja. Ansonsten, was YouTube betrifft, habe ich auch wahnsinnig viel erleben dürfen. Sagen wir es mal so, ich habe viel dazugelernt. Dann habe ich meine Mädels noch mehr in mein Herz geschlossen. Wir sind ein Team, ihr wisst, von wem ich rede. Es ist auch wahnsinnig schön. Ich kann euch nämlich sagen, dass wir im Februar alle bei der Steffi eingeladen sind. Wir übernachten dort, was mich total freut. Und da, ja, arbeite ich quasi schon drauf hin und kann es kaum abwarten. Im Dezember haben wir ja alle bei der Tara übernachtet, was auch wahnsinnig lustig war und ewigst schön. Und wir haben uns schon vorgenommen, dass wir die Abstände nicht mehr so lang werden lassen, bis wir uns sehen, sondern dass wir schauen, dass wir uns öfters mal sehen. Das ist halt ein bisschen schwierig, weil wir alle berufstätig sind. Manche von uns haben Kinder und ja, wir wohnen halt alle sehr weit voneinander entfernt, aber da machen wir einfach das Beste draus. Das wollte ich euch schon mal erzählen. Dann bin ich im Januar auf zwei Events eingeladen. Da freue ich mich auch schon. Und wenn ihr möchtet, nehme ich da wieder die Kamera mit. Und apropos Events im letzten Jahr, wenn ich jetzt mal so zurückblicke, ja, war es ganz, ganz toll. Ich war auf einige Events eingeladen. Ich durfte beim Astro-Event sein, beim L'Oreal-Event. Ich war bei Essence, Fed und Scholl war ich. Und dann war ich noch bei Lush und oh, ich war echt bei vielen Events bei Schwarzkopf. Da bin ich ja von Nizza nach Hamburg geflogen, weil wir waren da im Sommerurlaub und es war auch schön. Also da habe ich wirklich einiges erlebt und ich bin sehr, sehr dankbar. Also ich bin für alles dankbar, was mir so passiert in meinem Leben. Ich stehe frühs auf und kann das sehr, sehr gut schätzen, weil ich auch schon andere Seiten hatte in meinem Leben. Und deshalb freue ich mich eben immer drauf, wenn ich was Tolles erleben darf. So viel zu YouTube. Ansonsten wollte ich euch noch erzählen, dass der Alessandro und ich im Urlaub ausgelost haben. Und zwar hatte ich ja im Dezember einige Verlosungen. Da schaut ihr einfach mal in der Infobox, weil sonst wird das Video zu lang. Ich habe ja einiges verlost. Ich hatte ja das Nusha Glätteisen, die Nikon-Kamera wurde verlost. Dann hatte ich das Fed und Scholl Set und so weiter. Also schaut da einfach mal rein. Von 1000 Kind, genau, hatte ich ja zweimal 50 Euro Gutscheine. Also ich hoffe, ihr seid dabei. Und wenn nicht, seid nicht traurig. Ich habe noch einiges, was ich euch verlosen möchte, sehr, sehr gerne mit euch teile. Ihr wisst, ich verschenke sehr, sehr gerne. Und ja, da seid einfach mal nicht traurig und bleibt einfach mit dran. Ich habe noch einiges für euch. Und dann wollte ich euch noch sagen, dass ich auch schon ein bisschen was weiter geplant habe auf meinem Kanal. Es wird ein bisschen was
über meine Haare geben. Ja, ich werde sie abschneiden und zwar bis hier. Nein, natürlich nicht, ist ja klar. Ich habe ein Haarvideo schon vorbereitet, da war ich beim Friseur. Habe ich euch einfach mitgenommen, allerdings habe ich es noch nicht geschafft zu schneiden. Das erwartet euch noch und dann noch so ein bisschen was anderes zu meinen Haaren. Falls ihr Videowünsche habt, lasst es mich bitte sehr, sehr gerne wissen. Das ist überhaupt kein Problem, schreibt es mir in die Kommentare und dann schaue ich, was ich machen kann. Ich weiß, dass viele von euch, ganz viele, eine Roomtour möchten oder mehrere Roomtouren. Es ist ein bisschen schwierig, muss ich euch sagen. Also wenn ihr meine Morgenroutine noch nicht geschaut habt, dann schaut sie euch einfach mal an. Da zeige ich wirklich einiges vom Haus. Weil alles andere, es ist immer so ein bisschen schwierig. Wisst ihr, wenn ich irgendwas zeige, dann habe ich immer Angst, dass vielleicht der Eindruck entsteht, jetzt will sie zeigen, was sie hat oder so. Und das ist bei mir gar nicht so. Wenn, dann möchte ich das machen, um euch irgendeine Inspiration zu geben, aber nicht um anzugeben. Wisst ihr, wie ich meine? Also ich muss auch für die Sachen arbeiten, die wir kaufen und wir kriegen nichts geschenkt. Und von daher, also das kann ja jeder erreichen, ne? Und ja, also von daher wollte ich euch auch nur noch mal sagen. Und zu meiner Morgenroutine wollte ich auch noch sagen, da möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch bedanken. Für das tolle Feedback, das Video ist der absolute Wahnsinn. Oh mein Gott, ich bin total überwältigt. Also ich muss sagen, dass das Video sehr viel Zeit in Anspruch genommen hat, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe und es scheinbar gut bei euch angekommen ist, was mich sehr, sehr freut. Also mittlerweile haben das fast 100.000 Menschen gesehen, was der Wahnsinn ist. Ich hatte teilweise Phasen, wo ich gedacht habe, okay Mädels, also ich habe es meinen Mädels draufgesprochen in die Gruppe, habe gesagt, Mädels, wisst ihr was, ich glaube, ich lösche das Video, weil ich hätte niemals damit gerechnet, dass es eben so viele Menschen schauen. Aber ja, es freut mich natürlich total, euer Feedback, und von eurem Feedback leben wir YouTuber. Also das heißt, wenn ihr schreibt, hey, es war toll oder mach weiter so oder kannst du mal das und das machen, dann wissen wir, ah, okay, ne, es ist halt sehr wichtig. Also die Kommentare, es ist für uns so ein Feedback und deswegen freue ich mich eben immer über eure, ja, Kommentare sozusagen. Also lasst mich wissen, welche Videowünsche ihr habt, dann schaue ich, was ich machen kann. Wie gesagt, ich habe viel geplant und was wollte ich euch denn noch erzählen? Mensch, was wollte ich euch noch erzählen? Ich wollte euch so viel erzählen, jetzt habe ich die Hälfte vergessen. Ja, weil ich jetzt gerade hier gerade ausschaue und schon wieder auf die Weihnachtsdeko schaue, bitte, bitte, bitte sagt mir, dass ihr auch noch nicht alles weggeräumt habt. Es ist echt schlimm. Kennt ihr das, wenn ihr alles so rausholt aus dem Keller und alles schön dekoriert und mit Fantasie und mit Liebe alles hinhängt und dann kommt der 6. Januar und ihr denkt euch, Mist, jetzt muss ich das alles wieder wegräumen. Warum habe ich so viel Zeug aus dem Keller geholt? Mein Weihnachtsbaum, der steht noch hier. Ich ignoriere ihn, total gekonnt, ne? Also ich kann das echt, also der ist einfach nicht da und mal schauen, wann ich den wegschaffe. Ich habe ja draußen dieses große Leuchtobjekt, da hängen ja diese riesengroßen Kugeln und da brauche ich immer eine Monsterleiter, die steht im Keller und bis ich die hole und im Keller, in der Garage, also die ist halt keine Ahnung wie viel Meter hoch und oh Mann, ich bin so genervt, dass ich das machen muss, Mann. Ätzend, ätzend. Bitte sagt mir, dass ihr noch nicht alles weggeräumt habt. Vor 2 Jahren war es, glaube ich, da habe ich die Kugeln also draußen, ne, im Esszimmer hängen lassen. Ich glaube, bis Februar oder März. Ich kann das. Ich ignoriere das einfach. Das ist mir total wurscht. Nein, aber dieses Jahr möchte ich fleißig sein. So, also so viel zur Weihnachtsdeko, was ich euch noch sagen wollte. Ansonsten, unser Weihnachtsfest war natürlich total schön. Meine Mutter hat ultra viel gekocht. Ah, was ich euch noch sagen wollte, genau, ich habe einfach spontan jeden Tag, also der Gedanke kam mir spontan. Entschuldigung, wenn ich irgendwelche Sprachfehler habe. Ich habe in Italien eben nur Italienisch gesprochen, also fast nur Italienisch. Und mir ist aufgefallen, dass, ja, als ich hier in Deutschland war, mir manche Wörter nicht so spontan eingefallen sind, was echt doof war. Also entschuldigt bitte, sorry, ich gebe mir Mühe. Ja, also mir ist spontan die Idee gekommen, dass ich doch mitfilmen könnte, was wir jeden Tag essen. Und falls es euch interessiert, schreibt mir das bitte auch in die Kommentare, dann schneide ich euch das zusammen, dann seht ihr mal, was wir in Italien gegessen haben. Aber ich warne euch schon vor, falls ihr es sehen wollt, ne? Wir haben sehr viele Nudeln gegessen. Nudeln und ich, wir sind so. Ja,
Also so viel dazu, lasst mich das auch sehr gerne wissen. Und ansonsten, ja, wie gesagt, das Weihnachtsfest war total schön. Meine Schwester ist aus London quasi angereist, die arbeitet ja in London. Und da habe ich die auch wieder gesehen. Ich habe mich sehr, sehr viel ausgeruht. Wir hatten kein Internet, was echt in dem Fall ein Segen war. Ja, wir haben sehr viel mit den Kindern gespielt, Monopoly und Tombola, Cluedo, Spiel des Lebens und Rummikub. Und kennt ihr Scopa vielleicht? Das ist ein Kartenspiel, ein italienisches. Das haben wir auch gespielt, mit Geld natürlich, ist klar. Mein Vater immer, ne? Ja, es war einfach total schön und es war so alles toll. Also ich habe mich echt ausgeruht. Ich habe Kraft gesammelt für dieses Jahr und ich freue mich auf dieses Jahr. Ich bin gespannt, was kommt. Ich freue mich echt drauf und ja. Das war es jetzt eigentlich erstmal soweit von mir. Ich hoffe, dass ich nichts vergessen habe. Lasst mich kurz überlegen. So, jetzt habe ich schnell auf meinen Spickzettel geschaut und habe gemerkt, dass ich euch noch einiges erzählen wollte. Aber ich merke, dass ich mal wieder zu lange gelabert habe. Es ist echt schlimm mit mir. Sorry dafür, ich erzähle euch davon einfach das nächste Mal. Ich beende jetzt am besten dieses Video. Ich freue mich, wenn ihr mir auf Snapchat folgt. Vor 2 Tagen ist mir da eine lustige Geschichte passiert, super peinlich. Da bin ich nämlich mit dem Auto stecken geblieben. Ich wollte mit meinen Mäusen Schlitten fahren und dann musste mich mein Mann retten. Sau peinlich. Naja, egal. Also so viel dazu. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr mal bei Facebook vorbeischaut oder Instagram. Und meinen Kanal könnt ihr natürlich kostenlos abonnieren. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Da würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und jetzt lasse ich euch in Ruhe. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben. Und hoffentlich bis zum nächsten Video. Tschüss!